E-Termin ist mein Lieblingstool für die Online-Terminvereinbarung. Warum und was für Möglichkeiten es gibt, zeige ich in diesem Video. Online-Terminvereinbarung ist das Thema in dem Video, ja, wir haben ja immer alle keine Zeit und es muss immer alles schnell gehen, das ist ja klar. Und äh, deswegen haben wir äh, gute Gründe für die Online-Terminbuchung. Der unterste steht dann nämlich schon die Zeitersparnis, weil es ist einfach 24-7 möglich. Man muss nicht anrufen, man sieht sofort, was sind die freien Termine. Man kann viel schneller schauen, Online-Terminkalender aufmachen, eigenen Kalender aufmachen. Zack weiß man dann auch schon, was denn der beste freie Slot ist. Ja, 73% wünschen sich das und ja, aus den Gründen gut nachvollziehbar. Jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viele Anbieter, wie zum Beispiel Bookings, Terminpilot, Termin E-Termin, Calendly und noch so wahnsinnig viele mehr, auch Branchenlösungen, wie Timeum zum Beispiel, da haben wir einen Podcast mit aufgenommen. Und... Ähm, da muss man natürlich grundsätzlich abwägen äh, den Kosten-Nutzen-Faktor. Wer zum Beispiel äh, Office 365 Business hat, da ist Microsoft Bookings schon mit dabei. Vielleicht reicht das von den Anforderungen schon. Wie aber eingangs im Video gesagt, ist mein äh, genereller Favorit äh, E-Termin. Und das schauen wir uns dann auch äh, direkt näher an. Da müssen wir natürlich ein kleines bisschen in die Anforderungen reinschauen, die natürlich auch je nach Projekt äh, schon mal unterschiedlich sein können. Aber generell finde ich es klasse, wenn die Tools flexibel sind, leicht konfigurierbar, schnell anpassbar und ähm, einfach bedienbar. Also die Bedienbarkeit für den Endkunden, die muss äh, mega easy sein. Darf nicht von auf verschiedenen Endgeräten hier mal ein bisschen besser und da was schlechter sein oder so, sondern egal, was für ein Endgerät man in der Hand hat, muss das leicht von der Hand gehen. Und natürlich muss das Ganze auch für Mitarbeiter gut nutzbar sein. Ja, Kosten-Nutzen hatte ich schon angesprochen. Und ich habe direkt mal das erste Beispiel mitgebracht. Das ist. Bäcker und Bäcker -Immobilien, die haben das auf der Webseite integriert. Man kann verschiedene Leistungen einbinden, wie zum Beispiel Verkaufsberatung, Wertermittlung, normaler Rückruf und dann auch sagen: Hey, soll es ein Telefon-Termin sein, einen Termin vor Ort, den Standort dann letztendlich mit einbinden und dann hat man dann eine einfache Terminauswahl und mit Mitarbeiteranzeige, ohne Mitarbeiteranzeige, wie man das möchte. Also es ist wirklich sehr individuell konfigurierbar, auch die einzelnen Leistungen, wie lange die dauern und selbst natürlich, welche Daten denn eingegeben werden sollen, ist konfigurierbar. Das ist ein Beispiel aus der Immobilienwirtschaft. Ich habe auch mal eins mitgebracht, was ein bisschen ungewöhnlicher ist, ähm, aus einer Gemeinde äh, Rosendahl. Und zwar haben, sind die hingegangen und haben gesagt: so Hey, wir nutzen E-Terminen für Abholung von Personalausweisen, beantragen neue Personalausweise, Meldeangelegenheiten, Kfz-Angelegenheiten und so weiter. Also gleiches Tool, anders konfiguriert, direkt ein anderes Layout. Und äh, man sieht dann sehr schön äh, die Möglichkeiten. Ebenfalls äh, hier ähm, Burger-Service als Beispiel. Ich denke, das ist sehr schön, weil da kann sich jeder so ein bisschen reindenken. Man sieht die Konfiguration, Abholung, Führerschein, 10 Minuten äh, kann direkt bestätigt werden. Ein anderer äh, äh, Service zum Beispiel, Beglaubigung von Schulzeugnissen, der ist nur auf Anfrage möglich. Wiederum ein anderer, kostet 5 Euro, also steht direkt mit dabei und auch Payment kann direkt mit E-Termin verknüpft werden. Das ist also schon sehr, sehr, sehr praktisch. Danach Terminauswahl ähnlich, der Europreis, der bleibt dann letztendlich hier stehen, so dass man das dann auch immer schön sieht und dann kann man dann, die Daten dementsprechend eingeben und ähm, dann alles abschließen. Standardmäßig gibt es natürlich Terminerinnerungen, die per Default äh, angegeben werden können. Ebenfalls ein nettes Zusatzfeature. Was ich unheimlich mag, also ich nutze E-Termin auch selber, ist, dass man die diese Formulare vorausfüllen kann, wenn man direkt aus dem CRM-System, Mail-System oder Marketing-System jemanden sagt: Hier such dir einen Termin aus. Das kennt jeder selber. Man ist bei einem Dienstleister, der hat eigentlich schon alle Daten. Und dann wird man auf ein Formular gelotst, wo man alles nochmal neu eingeben muss. Und das ist einfach nicht notwendig und es spielt keine Rolle, welches CRM-System, ob das jetzt Pipe ist, ob das On-Office ist, egal was, ob das Clicktip ist oder Mail-Marketing-System oder was auch immer. Das ist sehr einfach gehandelt, dass die Daten übertragen werden an das Formular. Es ist vorausgefüllt, können natürlich abgeändert werden, aber ja, das ist ja ganz oft nicht nötig. Das heißt, die Leute wählen den Termin aus, klicken weiter, sehen ihre Daten vorausgefüllt und können Termin buchen eigentlich direkt klicken. Also das heißt, die sind sehr, sehr, sehr schnell fertig bei der Terminbuchung. Und ebenfalls wichtig ist natürlich, ich habe es eingangs schon gesagt, von der Usability her ist, dass das Ganze auch mobil gut nutzbar ist. Ich habe hier mal ein Screen von meinem Kalender gemacht, also das sieht sehr äh, einfach aus. Ähm, man kann easy den Termin wählen, direkt danach kommt die Uhrzeit, also sehr, sehr cool gemacht, lohnt sich auf jeden Fall. Einen Blick drauf zu werfen. Und diese individuelle Konfigurierbarkeit von E-Terminen, finde ich, ist das, was halt so gigantisch ist. Ich kann verschiedene Leistungen mit verschiedener Dauer und verschiedenen Vorlauf definieren. Äh, auch für Mitarbeiter unterschiedlich Punkte definieren, Verfügbarkeit logischerweise definieren. Beim Vorlauf ist es so, dass ich sagen kann: Hey, bei dem Termin brauche ich mindestens einen Tag Vorlauf. Bei einer anderen Leistung, dann brauche ich aber vielleicht nur eine Stunde Vorlauf, wenn es vielleicht nur ein kurzer Rückruf ist. Ähm, ja, der Ort, ob digital, telefonisch und so weiter, kann definiert werden. Bezahlung, Terminerinnerung hatten wir schon. Datenerhebung auch, Kalenderzugriff. Da möchte ich noch äh, einen Satz zu sagen. Es gibt natürlich eine Synchronisation mit ähm, den großen Kalendern, die es so gibt. Ähm, das ist natürlich wirklich klasse, weil da natürlich die Live-Verfügbarkeit angezeigt wird. Das möchte nicht jeder, dass die live angezeigt wird. Dass man sagt, oh, dann sieht man ja, dass ich heute nichts vorhabe. E-Termin hat auch die Möglichkeit zu sagen, so hey, zeigt nur 50% der Termine an, die verfügbar sind. Ähm, das heißt, es sieht immer so aus, so hey, da hat jetzt nicht den ganzen Tag Zeit. Das ist natürlich halt auch ganz, ganz äh, praktisch an der Stelle. Und last but not least, steht nicht auf der Maske, aber möchte ich unbedingt hervorheben, sind die Schnittstellen, die es gibt von E-Termin zu diversen Tools, ähm, wie zum Beispiel ClickTips, Sepia, ähm, Zoom und so weiter. Also es ist wirklich äh, klasse, dass dann halt auch die entsprechenden Links äh, mit rausgehen. Sehr cool gemacht. Und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall auch, einen Blick drauf zu werfen. Ja, Blick drauf werfen ist ein äh, guter Punkt. Und zwar ist äh, für Google äh, Online-Terminvereinbarung äh, wird da auch einfach immer wichtiger. Und ähm, ich habe das zusammengepackt mit der Möglichkeit, e-Termin kostenlos zu testen und ein paar Zusatzinformationen in Videos, dass man auch mal ein bisschen mehr noch äh, von e-Termin ähm, erfährt die das testen kann auch erfährt warum es für google äh, spannend ist das zu integrieren was für möglichkeiten es gibt ein blick in, in die e termin und äh, das ganze habe ich zusammengefasst unter diesen link es- Slash e termin und äh, dort einfach kurz sich mal anschauen was es denn noch für möglichkeiten gibt wir gehen da auch darauf ein, aus die, auf die verschiedenen Aspekte. Online Terminvereinbarung einsetzen aus dem Bereich mehr Umsatz, ich will mehr Zeit gewinnen oder ich möchte den Service steigern. Also die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die es gibt. Nutzt also gerne die Möglichkeit und schaut euch die weitergehenden Infos zu E-Termin an und den kostenlosen Test, 30 Tage kostenlos testen, ohne dass man irgendwelche äh, Payment-Daten eingeben muss.